Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe vom Urfix. Was wir hier übrigens gerade sehen, das ist ein Kreuzfahrtschiff, das rausfährt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe mich an den Strand von Kiel gewagt. Das erkennt man hier im Hintergrund. Und das Besondere deswegen, hier sind eine ganze Menge Einheimische, die es tatsächlich wagen, ein wenig Krach zu machen am eigenen Strand in Kiel. Das freut natürlich nicht den Kielbesucher, zumindest wenn es ein Ehepaar aus Aschaffenburg wahrscheinlich ist. Die waren nämlich auf Mauritius, haben dort einen Urlaub gemacht und haben sich gesagt, ach Mensch, da möchte man doch eigentlich gern unter Deutschen bleiben, und haben sich beschwert, dass tatsächlich dort also am Strand Einheimische waren. Die haben eine Fete gefeiert auch noch, und das habe sie sozusagen sprachlos hinterlassen, so heißt es in diesem Urteil. Ja, und das Ganze musste jetzt also das Amtsgericht in Aschaffenburg dann auch beurteilen. Übrigens hatten sie sich auch noch über das Essen beschwert, das war auch nicht dolle. Beziehungsweise die Frau musste sich wohl mehrfach übergeben angeblich. Nun ja, ob es wirklich so war, das konnte nicht mehr festgestellt werden. Die waren auch noch woanders essen, also das kann durchaus auch noch ein Grund gewesen sein. Rechtlich muss man auf die 651a fortfolgende BGB zurückgucken. Danach heißt es nämlich eigentlich, wenn ich eine Reise buche, dann muss sie auch so sein wie gebucht. Und sobald dann dort also ein Fehler ist, was fehlerhaft ist, oder das Ganze eben nicht mehr so ist, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise so, wie ich es erwarten kann, dann kann ich mindern zum Beispiel, oder ich kann dann auch Abhilfe erstmal schaffen lassen oder nachher sogar Schadensersatz verlangen. Ja, und jetzt war eben die Frage, waren die Einheimischen am Strand tatsächlich etwas, wo man sich entsprechend dann beschweren kann und dann ebenfalls etwas vom Reisepreis zurückbekommen kann? Es überrascht wahrscheinlich wenige, dass tatsächlich das Amtsgericht Aschaffenburg ähnlich ausgeurteilt hat wie der gesunde Menschenverstand, nämlich, dass es sich hierbei bei den Einheimischen nicht um einen Reisemangel handelt. Sogar das Gericht hat sich sprachlos gezeigt, so heißt es in dem Urteil, dass man sowas überhaupt begehren kann. Schließlich will man doch auf Reisen gerade vielleicht mal fremde Kulturen kennenlernen. Ja, nun gut, was lernen wir also daraus? Reisemangel sind einfach Fremde nicht, und am besten man bleibt einfach zu Hause. Da weiß man wenigstens, dass es die Einheimischen sind, beziehungsweise worauf man sich einlässt. Ja, und ich gehe jetzt mal wieder hier an den Strand. Die Touris sind jetzt eh weg, so abends. Da hat man dann seine Ruhe. Tschüss.